Heute geht es um die Wiederverleihung von Wasserbenutzungsrechten, ein Thema, das vor allem seit langen Jahren und Jahrzehnten existierende Wasserbenutzungsanlagen sehr betrifft und wo in der Praxis immer wieder Probleme auftauchen. Schönen guten Tag, mein Name ist Paul Reichel von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Standorten in Wien, Salzburg und Graz. Wie wir alle wissen, sind Wasserbenutzungsrechte befristet einzuräumen. Was passiert aber, wenn die wasserrechtliche Konsensdauer sich dem Ende nähert? Dazu sieht das Gesetz die Möglichkeit der sogenannten Wiederverleihung vor. Rechtstechnisch handelt es sich dabei nicht um eine Verlängerung, sondern um die Neuerteilung eines Rechts, das untergeht bzw. untergegangen ist. Was sind jetzt nun die Knackpunkte? Zunächst einmal die Grundeigentümerzustimmungen. Wie bereits aus Anlass des wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens müssen auch bei der Wiederverleihung sämtliche vom Vorhaben betroffenen Eigentümer vom Fremdgrund der Wiederverleihung zustimmen. Welche Behörde ist zuständig? Grundsätzlich die Wasserrechtsbehörde. Es kann aber allerdings sein, dass beim ursprünglichen Bewilligungsverfahren die wasserrechtliche Bewilligung in einem konzentrierten Genehmigungsverfahren, zum Beispiel nach dem Abfallwirtschaftsgesetz, nach der Gewerbeordnung, mit angewendet wurde. In solchen Fällen wäre für die Wiederverleihung auch dann die Gewerbebehörde oder die Abfallrechtsbehörde zuständig. Inhaltliche Voraussetzungen. Die Wiederverleihung ist ein Wasserrecht ist wiederzuverleihen, wenn öffentliche Interessen dem nicht entgegenstehen und der numerische Stand der Technik durch die Anlage gewahrt bleibt. Hier stellen sich in der Praxis diverse inhaltliche Anforderungen, weil natürlich der Stand der Technik von vor 30, 40 Jahren ein anderer war, als er heute ist. Wenn daher eine Anlage an den Stand der Technik angepasst werden muss, kann dies nicht im eigentlichen Wiederverleihungsverfahren passieren, weil eine Wiederverleihung nur in Art und Umfang ausgesprochen werden kann, die das Recht ursprünglich hatte. Wenn daher eine solche Anpassung an den Stand der Technik vorzunehmen ist, ist ein derartiges Anpassungsverfahren vor dem eigentlichen Wiederverleihungsverfahren durchzuführen. Und schlussendlich die wichtigste Sache, das Zeitfenster, das für die Wiederverleihung zur Verfügung steht, nämlich 5 Jahre bis zu 6 Monate vor Ablauf der Konsensdauer. Dies ist wichtig zu beachten, weil nach Ablauf dieses Zeitfensters eine Wiederverleihung nicht mehr beantragt werden kann. Daher wichtigste Faustregel, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wann man es braucht.